bist das. Dachte mir schon, unsere Wege kreuzen. Du hast... Ich suche... Was? Als sie... Siehst du diese Kuppeln? Ja, der Ort ist aber mit Chemikalien geflutet. Die GRE hatte dafür eine Lösung. Als sie die THV-Gen-Mod schufen, mussten sie ihre Angestellten vor der Belastung schützen. Die THV... was? Die Chemikalien. Sie entwickelten Blocker. Spritzen, die ihre Arbeiter einige Minuten vor den Dämpfen schützten. Zum Glück habe ich noch 2 Dosen davon. Ich hatte das Gefühl, die würden eines Tages noch nützlich werden. Ah, die müssen ja ziemlich viel wert sein. Sie sind extrem selten. Vorerst werden wir aber nur eine brauchen. Für dich. Kommst du denn nicht mit? Nein, ich werde nachkommen, aber zuerst musst du die Stromversorgung zum Gebäude wiederherstellen. Sieh mal, ich habe Panikattacken in engen Räumen oder im Dunkeln. Jetzt hältst du mich vermutlich für einen Feigling. Absolut nicht. Es gehört Mut dazu, hierher zu kommen. So, kann losgehen. Wenn du dort bist, schließ zuerst den Strom wieder an. Dann kann ich nachkommen. Streck deinen Arm aus. Denk daran, die Spritze schützt dich nur für begrenzte Zeit vor den Chemikalien. Kann ich denn nicht gleich beide nehmen? Nein, nicht gleichzeitig. Das Zeug ist zu stark. Begib dich so schnell wie möglich zur kleineren Kuppel und von dort aus dann zur größeren. Du solltest eine Tür nach drinnen finden. Dort bist du dann sicher. Begib dich dann zu Block B. Dort sollte sich der Hauptschutzschalter des Gebäudes befinden. Sobald du den Strom wieder eingeschaltet hast, wird die Sicherheitstür entriegelt. Dann kann ich durch den Tunnel nachkommen, den ich dir gezeigt habe. Jetzt geh. Der Blocker wirkt schon. Ach, der Blocker wirkt. Dieser Blocker wird dich... Veronika, ich habe es durch die Chemikalien zur ersten Kuppel geschafft. Großartig. Jetzt begib dich zur zweiten. Finde eine Tür, eine Klappe oder irgendwas, das unter die Erde führt. Okay. Barmann, Fehlfunktion des Hauptstromkreises in Block B. Notfallprotokoll initiiert.
Fehlfunktion des Hauptstromkreises in Block B. Notfallprotokoll initiieren. Fehlfunktion des Hauptstromkreises in Block B. Notfallprotokoll Veronika, ich habe den Eingang gefunden. Soweit, so gut. Woher kennst du das hier überhaupt so gut? Ich war nur einmal hier. Vor langer Zeit. Ich habe aber ein gutes Gedächtnis. Klingt hilfreich. Naja, manchmal ist es eher ein Fluch. Echt. Salut. Ja, traurig. Veronika? Hier ist eine Horde Infizierter. Scheiße. Ich hatte gehofft, dass es mittlerweile leer sein würde. Tja, ist es nicht. Keine Ahnung, ob ich hier durchkomme. Benutz die UV-Taschenlampe an deinem Gürtel. Das sollte sie in Schach halten. Bleib nur nicht stehen, Aiden. Ja. Yeah!
Ja. Heiß.
Veronika, ich habe es geschafft. Der Strom ist wieder an. Großartig. Der Sicherheitstunnel ist offen. Ich werde versuchen, den Aufzug nach unten zu nehmen. Ja, dieser Ort ist ein ziemliches Nest. Ein Haufen Infizierter. Aber ich habe sie erledigt. Sie waren auch mal Menschen, Aiden. Sie verdienen etwas Respekt. Aiden? Was? Was ist denn los? Der Aufzug ist stecken geblieben. Aha, ist wohl eine Sicherung durch. Ich schau gleich mal nach. Mach was. Schnell! Bitte! Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Bitte, lass mich nicht hier. Bleib ganz ruhig. Ich brauche nur einen Moment. Bitte, lass mich nicht allein. Ich bin ja dabei. Hol mich einfach raus! Hol mich raus! Ist ja nicht so, als würde ich hier Däumchen drehen, Veronika. Versuche zu atmen. Langsam. Ah, ah, lass mich nicht allein! Lass mich nicht allein! Schreien bringt gar nichts. Damit lockst du nur die Infizierten an. Bleib ruhig. Ich lass dich nicht alleine. Wir haben wieder Strom, alles okay? Veronika? Wir treffen uns an den Aufzügen. Salut. Siehst du? Ich hab dir doch gesagt, es klappt. Steig einfach ein. Hattest du schon immer Platzangst? Im Ernst? Seit über 10 Jahren. Und was ist passiert? Aiden, um Gottes Willen! Können wir das Thema vorerst lassen? Die Datenbank. Wo ist sie? Augenblick. Unter uns. Noch weiter runter? Noch 6 Stockwerke nach unten. Ganz schön viel Hightech hier überall. Vor der GIE wurde dieser Komplex vom Militär genutzt. Sie haben von hier aus Bedrohungen überwacht. Raketenangriffe und so. Deswegen wurde es das Observatorium genannt. Dann kam das Virus und...
Das war's dann. Und was ist dann passiert? Naja, die GRE verlor die Kontrolle über die Situation und es ging alles den Bach runter. Alles brach zusammen. Soweit ich weiß, haben sich die Wissenschaftler zuerst im Gebäude verbarrikadiert. Die Bedingungen dort drin wurden aber schon bald so schlecht wie in der Stadt. Deswegen haben sich ein paar von ihnen heimlich rausgeschlichen. Und um diejenigen, die geblieben sind, hast du dich vorhin gekümmert. Das Militär war also vor der GRE hier drin? Ja, das war mal ein Kommandobunker im Kalten Krieg. Kalter Krieg? Eine Phase im letzten Jahrhundert. Kriege wurden damals auf einer viel größeren Skala ausgetragen. Es ging nicht nur um alltägliche Angelegenheiten wie ausreichend Wasser, UV-Lampen und Essensreste. Auf gewisse Weise war es aber wie heute. Die Menschen lebten jeden Tag in ständiger Angst. Krasse Geschichte. Sie haben solche Orte früher als Zeugnisse der Geschichte bezeichnet. Na toll. Schon wieder im Dunkeln. Warte, mir wird schon was einfallen. Wenn wir hier Strom hätten, könnten wir ihn nutzen, um das ganze Stockwerk zu versorgen. Wir müssen diese Türen irgendwie aufbekommen. Vielleicht von der anderen Seite. So, ich stecke einfach dieses Kabel rein. Könnte hinhauen.
Veronika, wie geht's dir? Ich will nur zu dieser Datenbank und dann hier raus. Na, du machst das toll. Sag einfach was. Warum hilfst du mir wirklich? Du gehst ein großes Risiko ein. Frank hat mir gesagt, dass dir das wichtig sei. Und das ist alles. Du weißt vermutlich nicht viel über Frank und die Night Runner. Wir schulden ihm, naja, alles. Kluge Entscheidung, den Schaltkreis umzuleiten. Ja, hat mir ein paar Mal das Leben gerettet. Veronika, sollen wir gehen? Ja, lass uns das erledigen und dann von hier verschwinden. Hier lang. Der Hauptcomputer ist dort. Du wirst endlich erfahren, was mit deiner Schwester passiert ist. Sie ist alles, was ich habe. Was ist mit euren Eltern? An die erinnere ich mich nicht mehr, nur noch an sie. Wir waren ein gutes Team. Ohne sie ist es, als ob... Ich weiß nicht. Was weißt du nicht? Naja, ich weiß nicht wirklich, wer ich bin. Wir sind alle andere Menschen, als wir noch vor 15 Jahren waren. Wir sind alle verloren. Hier ist es. Schon wieder verschlossen.
Was jetzt? Das Terminal ist nicht aktiv. Das Sicherheitssystem hat diesen Bereich abgeriegelt. Das war's dann wohl. Ich hab eine Idee. Versuche, den Offiziersraum zu finden. Dort gibt es ein Sicherheitspult. Wir könnten versuchen, die Türsperren von dort aus zu bedienen. Du müsstest deinen GRE-Schlüssel dafür nutzen können. Du weißt ziemlich viel über dieses Gebäude. Bitte, führ einfach den Schlüssel ein und wähle Notfallsperrung auf dem Bildschirm. Ich werde dir alles erklären, sobald du fertig bist. Wir haben aber vielleicht ein anderes Problem. Ich stecke hier fest. Ich muss einen Weg rausfinden. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich glaube nicht. Bleib einfach, wo du bist. Veronika Ryan, Direktorin, Abteilung Feldlabor, mittelrangige GRE-Ärztin von wegen. Das scheint Veronikas Büro zu sein. Du warst nicht ehrlich zu mir, Veronika. Wer ist dieser Junge? Ist das ihr Sohn? Aiden. Lustig. Scheint wohl noch eine andere Veronika Ryan gegeben zu haben. Direktorin, Abteilung Feldlabor. Ich wollte es dir erzählen. Warum hilfst du mir?
Arbeitest du mit Waltz zusammen? Waltz? Nein, niemals. Auch damals nicht. Waltz hatte sein eigenes Forschungsteam. Du wusstest aber von den Experimenten, wie sie die Kinder benutzt haben. Mich und meine Schwester. Deshalb bin ich hier, Aiden. Ich kann nicht vergessen, was wir hier getan haben. Dass wir euch im Stich gelassen haben. All die schmerzgeplagten Kinder und kein Heilmittel dagegen. Heilmittel? Wir waren 5, verdammt nochmal! Kleine Kinder zeigten eine natürliche Immunität gegen das Virus. Wir erkannten eine Korrelation zwischen Alter, Entwicklung des Gehirns und Schwere der Infektion. Deswegen haben sie an euch experimentiert. Die GIE, die Welt, brauchten euch. Ihr wart scheinbar unsere einzige Hoffnung. Es tut mir leid. War es das wert? Habt ihr auch nur annähernd ein Heilmittel finden können? Wir waren nah dran. Aber das Virus hat schließlich den Komplex erreicht. Also, warst du an diesen Experimenten beteiligt? Nein. Die Tests an Kindern wurden allesamt in einem Labor durchgeführt. Hier haben wir Daten gesammelt und analysiert. Ich war hier, als das alles geschah. Die Teammitglieder begannen sich zu verwandeln. Und die Dinge gerieten schnell außer Kontrolle. Einer nach dem anderen wurden wir im Inneren eingesperrt. Wir versteckten uns und schlichen durch diese dunklen Flure und Lüftungsschächte. Mein Sohn, er war hier mit mir. Paul, er war damals auch 5. Was ist mit ihm passiert? Ich konnte den Schacht finden, der zum Haupteingang führte. Ich habe Paul gesagt, er soll auf mich warten. Ich habe ihm einen Kuss gegeben. Ihm gesagt, er solle warten, bis ich sichergestellt hätte, dass der Eingang sicher ist. Er klammerte sich an mich. Wollte mich nicht gehen lassen. Als ich zurückkam, um ihn zu holen, war er weg. Ich war nur 15 Minuten weg. Ich habe die darauffolgenden Wochen damit verbracht, nach ihm zu suchen. Und weinte dann den Rest meines Lebens. Ich hätte es wissen sollen. Er war ein Kind. Ängstlich. Allein. Das tut mir leid. Du hast versucht, ihn rauszubringen. Wie hättest du das wissen sollen? Wie auch immer. Wir haben alle unsere Geschichten aus der Vergangenheit. Lass uns darauf konzentrieren, was als nächstes passiert. Okay. Lass uns gehen.